Jetzt aber. Jetzt dürfen wir? Ja. 1A. Ich glaube schon. Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir heute wieder hier sein dürfen. Endlich auch wieder in Hamburg und nicht in Berlin, zugegebenermaßen. Ja, absolut. Und wenn man sich das jetzt einfach mal anschaut, wie, ich sag mal, in den letzten 10 Jahren die ganze Einkaufscommunity sich entwickelt hat und auch auf welchen Fragestellungen wir halt unterwegs sind. Ja, also ich meine, es ist ein wunderbares Beispiel. Ein Vortrag vor uns war das Thema Bots, ja, KI. Ja, wie können wir im Einkauf noch ein bisschen besser machen? Ja, dass wir sogar eigentlich schon in so eine philosophische Entscheidung reinkommen, kann man das dem Lieferanten noch zutrauen? Und wenn man einfach mal so einen Schritt zurückgeht und sagt, geht mal auf den Sales Summit, ja, auf die Vertriebsseite, was die Vertrieblerinnen und Vertriebler für Fragestellungen im Kopf haben und sagen, wie kann ich meinen Kunden am besten closen, wie muss ich die Beziehungsebene bauen, dass ich möglichst halt diesen Auftrag kriege. Ja? Und ich verlasse mich auch auf die, und ich verlasse mich auch auf die Beziehungsebene halt sehr oft an der Stelle. Und jetzt gerade als Verhandlungsberatung, und dann kommen wir eigentlich auch sofort zum Thema, als Verhandlungsberatung bin ich jetzt persönlich mehr auf der Vertriebsseite unterwegs, also sprich, ich begleite Vertriebsabteilungen gegen den Einkauf. Und es ist halt wirklich spannend zu sehen, wie der Reifegrad im Einkauf hoch ist, also tatsächlich jetzt eigentlich stereotypenhaft sehr weit oben ist, im Vergleich zum Vertrieb, der sehr auf die konventionelle, emotionale, beziehungsorientierte Ebene geht. Und das ist natürlich als Verhandlungsberatung extrem spannend. Heute mit mir Katharina Weber, meine geschätzte Kollegin, und ich dürfen Ihnen heute zu dem spannenden Thema Engpass, Preisabwehr, Kostensenkung und das natürlich mit dem, ich sag mal, Anflug von Verhandlungsmanagement entsprechend berichten. Ja, wie Christian gesagt hat, keine Werbeveranstaltung. Ich hoffe, das ist auch nie bei uns eine richtige reine Werbeveranstaltung, sondern es ist vielmehr einfach mal ein Querblick aus unseren aktuellen Projekten. Was beschäftigt momentan die Beschaffungseinheiten aus unserer Sicht? Das einmal wirklich tatsächlich, es läuft parallel, läuft das CPO Insights. Wir sagen einfach mal aus Beratersicht, aus Verhandlungsberatersicht, was treibt momentan den Einkauf, ja, die Führungskräfte, was sind auch Sorgen, ja, um dann daraus aber auch abzuleiten, was machen aus unserer Sicht gute Einkaufsabteilungen gerade besonders, vielleicht auch im Hintergrund, worauf fokussieren die sich und wie machen sie das? Langes Intro und damit kurz versprochen, Christian, ne? kurzer Blick auf die Kennzahlen der NRG, warum dürfen wir heute hier stehen, ja? Liegt einfach daran, mit knapp 40 Personen ist unser Team in verschiedensten Arten von Verhandlungssituationen unterwegs, Verhandlungen aber da an der Stelle nicht zu verstehen als die eigentliche, ich sag mal, Tischinteraktion, sondern das Gesamte, was davor, das Gesamte, was danach ist, bis hin zu, dass wir den Kunden auch ganzheitlich begleiten und sagen, okay, wir bringen deine gesamte Organisation halt auf die nächste Ebene in Bezug auf Verhandlungsmanagement halt an der Stelle. Und das über verschiedenste Projekte, verschiedenes Volumen, was wir verhandelt haben, etc., etc. Ja? Genau. Wir werden immer gefragt, ne? Die Big Balls Folie, ja. Wir werden immer gefragt, Verhandler, was macht ihr eigentlich? Kommt ihr dann rein in die Verhandlung, wenn gar nichts mehr geht, die Eskalation maximal ist, und das, um das Problem zu lösen? Und ja, natürlich, wir zwei lieben das und das Team auch. Das ist ein Thema, was wir machen. Aber unser Fokus ganz klar liegt nicht nur darin, in der kurzen Problemlösung und daher auch das Thema heute, sondern wirklich in der langfristigen Aufsetzung, ergebnisorientierte Aufsetzung von Einkauf, Vertrieb und auch HR, denn Verhandeln ist einfach mehr, passiert überall, und wir müssen uns hier ergebnisorientiert aufsetzen, bedeutet komplette End-to-End-Optimierung, und das verstehen wir als Verhandlungsexperten unter einer optimal gelungenen Transformation, wirklich ein Kompetenzcenter aufzubauen, das über Einkauf und Sales hinausgeht und sicherstellt, dass die Ergebnisse über allen Fachbereichen optimiert werden. Natürlich gehört dazu auch, ganz klar heute sowieso, mit der Generation Y, ein ganz eng verzahntes Enablement, ja, mit Stufen, eine Academy, die sicherstellt, dass das gesamte Team in einer Organisation mitgenommen wird, dass die Fachbereiche mitgenommen werden, dass es extra Training für die Sponsoren gibt, um sichergestellt zu werden, dass die ganze Organisation an einem Strang zieht. Das heißt, auch das gehört natürlich bei uns dazu. Und zu guter Letzt ist es natürlich immer wieder ein Thema, die richtigen Positionen oder die richtigen oder Problempositionen mit den richtigen Menschen zu besetzen. Ja, und das, wenn wir sagen, wir kommen rein und optimieren, gehört auch zu unserem Aufgabenbereich, und da stehen wir für ein. Ja, diese Bereiche machen wir, wie gesagt, nicht im Einkauf, nicht im Vertrieb, sondern wir gehen da rein, wo Verhandlungen gemacht werden, also überall, und bringen die Erfahrung aus dem Sales Summit direkt mit hier zum Procurement Summit, um sicherzustellen, dass wir da auch die übergreifenden Informationen an alle weitergeben.
Darf ich klicken? Ja, jetzt darfst du. Was haben wir gemacht und warum sind wir heute hier oder was haben wir als Startpunkt? Wie sind wir als Startpunkt rangegangen? In unserer Arbeit über diese verschiedenen Fachbereiche hinweg, im Einkauf, im Vertrieb, aber auch in HR, haben wir natürlich das Glück gehabt, dass wir über verschiedene Branchen hinweg, von Logistik, Automotive, Sonderanlagenbau, also wirklich alles, wirklich spannende und erfahrene Persönlichkeiten, CPOs, VPs kennengelernt haben. Im Einkauf, aber natürlich auch auf Sales-Seite. Und was gestartet ist eigentlich, ja, Anfang dieses Jahres mit der Idee, warum setzen wir nicht eine Interviewreihe raus? Warum fragen wir nicht die Experten wirklich mal, was sie treibt und um welche Themen es geht und vor allen Dingen auch, wie sie diese Probleme gedenken zu lösen? Startet es mit ein paar Interviews und aus diesen paar Interviews ist jetzt eine wirkliche große Umfrage, hat sich ergeben und wir freuen uns, die heute präsentieren zu können und eigentlich daraus ein bisschen zu schöpfen, was die Probleme sind, aber auch in welche Richtung es jetzt gehen soll, wo wir denken, mit den Erfahrenen aus dem Einkauf, wo die Reise hingehen soll. Top-Themen, ganz klar, und ich glaube, Sie werden es heute, morgen genug hören, Engpass-Thematik. Wer von Ihnen hat es gerade nicht auf dem Tisch? Ja. Zusätzlich dann aber zweistellige Preisanforderungen, Preisanstiege, mit denen umgegangen werden muss. Und natürlich weiterhin die Anforderung im Einkauf, Kosten zu optimieren, zu arbeiten. Das heißt, wir sehen ein ganz, ganz schwieriges Spagat zwischen diesem Engpassmanagement, den Preisanstiegen und dann aber dem eigentlichen Ziel oder originären Ziel der Kostenreduktion. Und dieses Spagat kann man und muss man operativ lösen. Man muss jetzt feuerlöschenmäßig rangehen. Aber was unsere Befragten alle sagen, aus den Unternehmen hinweg, ist, jetzt ist die Chance, nicht nur operativ, kurzfristig, feuerlöschartig diese Probleme zu lösen, sondern wirklich jetzt die Weichen zu stellen für die Zukunft. Ja? Nicht nur daran zu arbeiten, das kurzfristige Thema anzugehen, sondern wenn wir es angehen, einmal gesamtheitlich die komplette Wertschöpfung zu durchleuchten und wirklich sicherzustellen, dass Einkauf zum Wertschöpfungstreiber für die Organisation wird. Ja? Und wie das unsere Interviewpartner gemacht haben und auch die Ideen, die wir dann mit ihnen zusammen entwickelt haben, da geht es dann jetzt noch ein bisschen tiefer rein. Mhm. Ja, wunderbar. Also ich glaube, ich springe jetzt einfach mal auf die nächste Folie, wenn ich darf, solange es noch nicht geht. Wenn wir Anfragen momentan bekommen, ist natürlich das Thema, wenn es, ich sag mal, aus dem Einkauf herauskommt, die Anfrage im Sinne von, wir möchten gerne Unterstützungsleistung haben, ist es sehr Engpassmanagement bezogen, ja, dass man wirklich sagt, wir haben ein Problem. Und das ist jetzt gar nicht so in der Hinsicht, wir wissen nicht, wie es geht, sondern der Einkauf weiß in der Regel, wie das funktioniert. Das Problem ist die Kapazität. Ja. Und immer dann, wenn wir dann halt in den Projekten sind und wir kommen in die Nähe des CFOs, ja, dann heißt es natürlich, ja, wir haben aber auch Kostensenkungsziele. Ja. Wir stellen aber momentan fest, und ich glaube, oder ich denke, das ist auch Ihr Bild, wenn wir momentan mit Lieferanten sprechen, Auktion, ja, Bots, sorry, das ist gerade halt einfach der falsche Zeitpunkt, weil einfach die Abhängigkeit, die Verhandlungsmacht so oft auf der anderen Seite, auf der Lieferseite, Lieferantenseite halt liegt. Und es eigentlich nur darum geht, wie kann man dieses Geschäft weiterführen als Einkauf? Wie kriegen wir die Teile ans Band oder auch im indirekten Bereich große Personalknappheit? Wie funktioniert das, dass das noch alles reinkommt? Und dann geht es gar nicht um den letzten Euro. Natürlich, es muss at market eingekauft werden, aber am Ende des Tages, Hauptsache die Produktion läuft. In den Projekten erkennen wir, und das ist jetzt, natürlich haben wir das übernommen und so sind natürlich auch Berater, die dann sukzessive die Produkte daraus entsprechend bauen. Aber wir sehen folgende drei Dimensionen: Chancen, Risiken, Nachhaltigkeit. Und die Themen, die da drunter liegen, ja, einfach mal gesagt, führende Einkaufsabteilungen, die halt jetzt sozusagen rausdenken aus dem operativen Geschäft und sagen, was sind jetzt die Themen, wo wir uns heute aufstellen müssen, damit wir morgen uns auch als Einkauf dort positionieren können. Klar, Kostensenkungsmaßnahmen, ich glaube, das ist klar, das ist halt so das Tagesgeschäft, das Brot und Butter nach wie vor. Dann die Synchronisierung zwischen Einkauf und Vertrieb, aber nicht der Vertrieb von Lieferantenseite, sondern mit dem eigenen Vertrieb. Dass das eigene Unternehmen damit aus einer Sandwich-Position rauskommt. Ja, der Vertrieb sagt, hey, ich kann das bei meinen Kunden nicht durchsetzen. Ich musste, jetzt einfaches Beispiel, Zahlungsziele, 120 Tage musste ich halt akzeptieren. Ja. Lieber Einkauf, oder als Einkauf sagt man dann, ja, ich kriege das halt nicht durch, 120 Tage, sondern es sind halt nur 30. Und schwuppdiwupp bin ich als Unternehmen in der Sandwich-Position.
Und da schauen momentan die Einkaufseinheiten drauf, was passiert bei mir auf der Vertriebsseite, Rohmaterialmanagement, das nächste Thema, Zahlungsbedingungen etc. etc. Und kann ich das an meine Lieferanten weitergeben? Und da geht es halt ganz oft momentan um, ja, Preise ist natürlich immer ein heißes Thema, aber es geht vor allem um das Thema, und da rutschen wir in das nächste, Risikoverschiebung. Ist meine Lieferkette bereit, Risiken zu übernehmen? Und darum geht es eigentlich gerade in den Verhandlungssituationen mit den Lieferanten, Risikoteilung präventiv, weil die gerade diese volatile Welt halt keiner mehr wirklich eine Planung nach vorne hat. Ja, Engpässe zu identifizieren, Engpässe zu managen, großes Thema. Also es ist weniger das operative Abarbeiten des aktuellen Engpasses, sondern vielmehr, wo habe ich morgen eine Baustelle? Bin ich dort personell richtig aufgestellt? Habe ich die richtigen Tools? Kann mal jemand draufschauen und sagen, was passiert bei mir im Einkauf in den nächsten 3 Monaten an Themen? Ja, soweit man das halt wissen kann. Weiteres Thema, momentan passiert natürlich ultimativ viel, dass man halt auch sich in neue Lieferantenkonstellationen eingeht, hohe Abhängigkeiten an der Stelle eingeht und der Einkauf schon auch an vielen Stellen das Bauchgefühl hat, tut das gut, ja, in dem, was ich da gerade mache, die Verträge, die ich da gerade abschließe, oder schaffe ich damit nicht eigentlich das nächste Problem in den nächsten Jahren, weil ich mich gerade mit einem neuen Monopolisten ins Bett lege an der Stelle. Ja. Nachhaltigkeit, ja, gehört einfach dazu, wobei wir dort eher aus, wenn man es mal so flapsig sagt, aus einem Greenwashing-Ansatz in den letzten Jahren jetzt wirklich sukzessive in eine echte Arbeit hineinkommen. Und echte Arbeit beginnt halt erstmal mit Transparenz schaffen, wo stehe ich denn als Unternehmen mit meiner CO2-Bilanz, aber wo steht auch meine Lieferkette? Dort Transparenz aufzubauen, dann im nächsten Schritt, und das ist jetzt mal so eine gewagte These, Savings zu verhandeln, Jahr für Jahr, ist das eine. Aber was genauso wichtig wird in der Zukunft, ist CO2-Reduktion Jahr für Jahr von den Lieferanten zu verhandeln. Und das halt entsprechend, kriege ich 3% Einsparung oder kriege ich 2% CO2-Einsparung für das nächste Jahr zugesagt von meinen Lieferanten. Wir werden an den Punkt kommen, wo der Einkauf wirklich in diesen beiden Dimensionen vermutlich tickt. Und die Unternehmen stellen sich gerade entsprechend dazu auf. Das Ganze, ja, und verzeihen Sie es uns, das dann als Berater einfach mal sozusagen aufzuzeigen, was sind so die Themen. Und da haben wir halt das Produkt Pro Optima 2025. Ist am Ende, jeder kann es selber machen. Also das ist jetzt kein Hokuspokus und der tolle, teure Berater sagt halt, dass sie die Tools halt ganz exklusiv für sich haben. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, diese Sensibilität für die Problemfelder von heute und von morgen zu haben, um dann aber auch zu sagen, wie kann ich die Themen angehen? Und wenn man darüber spricht, und das ist halt die rechte Seite, gehen wir immer wieder zurück auf das Thema Datenmanagement, Datenverfügbarkeit, Stammdaten. Und ja, jetzt, das ist halt total unsexy, das Thema. Wir stellen aber fest, wenn wir über potenzielle Risiken, wenn wir Risiken identifizieren wollen, wenn wir CO2-Footprint ermitteln wollen, wenn wir CO2-Ziele ermitteln wollen, dann brauchen wir Daten als Aufsatzpunkt. Und da fangen halt viele Unternehmen natürlich an zu sagen, ja, Stammdatenprojekte, ja, das hatten wir mal vor 5 Jahren, seitdem ist es ein bisschen eingeschlafen und so weiter. Ja. Es gibt Ausnahmen, keine Frage, aber wir kommen immer wieder an den Punkt, dass jedes gute Verhandlungsmanagement, Optimierungsprojekt, ja, Sie kennen das, erfordert Daten. Methodische Umsetzung, ja, okay. Und dann halt wieder, und das ist der dritte Punkt, und ich glaube, das ist auch, warum vielen Beratungen es momentan sehr gut geht, weil die einfach fleißige Hände mit reinbringen. Ja, ich meine, der Einkauf hat in den letzten 2-3 Jahren hat er absolutes Faltenpotenzial, Gesichtsfaltenpotenzial gehabt, weil einfach die Arbeitsbelastung im Einkauf maximal groß ist. Ja? Ja. Von einem Engpass zum nächsten. Es waren gar nicht die Berater, ne? Die dann so müde waren und die nachts durchgekloppt haben, sondern es war eher der Einkauf, der uns angerufen hat und gesagt hat, ich muss mal wieder mit drei nicht mal FTEs in Kurzarbeit irgendwas schaffen, mein Day-to-Day und die Zukunft sichern. Und mit diesen Problemen sind uns öfters begegnet. Ja, genau. Also das Thema Zusatzkapazität, und das ist natürlich wirklich eine schwierige Diskussion in den Unternehmen, baue ich zusätzliche Kapazitäten im Einkauf auf, schaffe ich sie temporär, interimistisch halt dazu, oder gehe ich halt den Beratungsweg an der Stelle? Und jetzt gegen die eigene Couleur sprechend, ist der Einkauf dann doch immer wieder sehr in FTE-Effizienzgedanken halt drin, dass wir eigentlich eher abbauen müssen, was natürlich auf einer Gesamtmeta-Ebene für den CFO eigentlich auch ein einfacher Case ist. Jeder zusätzliche Einkäuferin, Einkäufer hat ein ROI von 1 zu 7, 1 zu 10, 1 zu 12. Ja, dennoch sind die Unternehmen extrem auf Effizienz im Einkauf geprügelt. Das Ganze, also die drei Dimensionen im Kopf, Chancen, Risiken, Nachhaltigkeit, dahinter sozusagen die Subthemen, flankiert mit Datenmanagement, mit der Methodik, mit Kapazität. Das ist alles gut.
Wir sehen aber oft in unseren Projekten, wenn unsere Kunden das angehen, dass sie da sehr gut unterwegs sind. Aber dann ist halt Umsetzungskompetenz gefragt. Ja? Also wirklich auch die Sachen halt auf die Straße zu bringen. Und ganz oft, ob wir jetzt mit den Lieferanten sprechen, aber auch mit den Stakeholdern, ja? Die Stakeholder, mit die eigenen internen Kunden mit auf die Reise zu nehmen an der Stelle, das erfordert wirklich eine super gute Verhandlungsexzellenz, ganz operativ. Und aus unserer Sicht werden da die größten Fehler sogar gemacht. Und deswegen übergebe ich gleich an meine liebe Kollegin Katrina. Eigentlich eine der größten Fehler, und das sind auch unsere Interviewpartner immer wiederholt, oder wo sie Probleme entdeckt haben, ist gar nicht so sehr, dass der Einkauf dieses Thema identifiziert hat. Ja, klappt es? Genau. Gar nicht so sehr, dass der Einkauf das Problem identifiziert hat, jetzt nicht nur diese kurzfristigen Engpässe zu lösen, aber auch in die Zukunft zu agieren, sondern das interne Verständnis dessen, dass dies wichtig ist. Dieses Drehen von, wir schauen jetzt nicht nur auf das Day-to-Day, lösen das, sondern wir müssen das so lösen, dass es nicht in 2 Monaten wiederkommt, der Lieferant mit irgendwelchen Problemen. Die nächste Engpass-Situation, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist Strom ein Thema, dann mache ich irgendwas mit Pellets in 2 Jahren selbstständig und dann habe ich aber das Problem in 2 Jahren. Ja? Das heißt, wir müssen langfristiger denken. Und das Problem, das hier immer wieder auftaucht und was wir immer wieder in Projekten sehen, ist das Thema Mindset. Und ich denke, das ist was, wo es in der nächsten Zeit wirklich darum geht, schaffen wir es intern im Einkauf, aber auch im C-Level, in dem Vertrieb zu verständlich zu machen, dass es um die Wahrnehmung dieses Mindsets geht und der Macht, die wir haben, diese Dinge zu ändern. Ja, es gibt da so eine super schöne Analogie schon von Teddy Roosevelt-Zeiten, die quasi aussagt, damals war schon so, die Verhandlungsmacht ist relativ. Denn wenn man in eine Verhandlung geht, es ist immer so, dass wir Erfahrungen haben, wir wissen immer, eigentlich geht da was, wir müssen uns überlegen, Thema Engpässe können wir lösen, wir können auch langfristig uns aufstellen. Aber die Entscheidung, das wirklich zu tun, die Entscheidung zu sagen, wir trauen uns das, weil wir das können und wir machen es anders und wir geben euch die Sicherheit, dass wir die Themen umsetzen, ist immer nicht da. Das heißt, das Thema Mindset sehen wir als den signifikanten Knackpunkt für das Umsetzen von den Zukunftsthemen, von dieser zukunftsfokussierten Haltung, von der ergebnisorientierten Haltung. Das zweite Thema, was wir immer sehen, ist Thema Verbindlichkeit. Wie ist es so schön, damals hat man immer gesagt, so ja, ich habe einen Benchmark. Geht man zum Lieferanten und sagt, ich habe einen Benchmark. Ja. Dann gibt der Lieferant auf jeden Fall irgendwie ein paar Savings. Das ist natürlich heute nicht nur, damals war schon schwierig, heute auf jeden Fall nicht mehr möglich. Thema Verbindlichkeit ist der Key, um wirklich langfristige Partnerschaften aufzusetzen. Das heißt, wenn wir das Mindset intern drehen, dass langfristige Themen langfristig oder dass die Themen im Einkauf langfristig angegangen werden, dazu benötigen wir Stakeholder-Management. Alles abholen, von vorne bis hinten und Verbindlichkeit schaffen, dass die Visionen, die man zusammen hat, auch wirklich umgesetzt werden. Da reicht es nicht einfach nur, um mit Microsoft zu verhandeln und die Themen langfristig umzustellen, zu sagen, ja, in der nächsten Zeit gibt es ein paar mehr Lizenzen. Interessiert das heute? Nein. Ja? Das heißt, wir müssen uns wirklich Gedanken machen, wie könnte die Vision aussehen und diese Vision, und das ist eigentlich immer unser größter auch Diskussionspunkt dann mit den CPOs, dieses intern so zu verbindlichen mit den Fachabteilungen, dass sie wirklich rausgehen können und die Veränderung treiben können, die sie vorhaben. Das dritte ist Konfrontation. Auch meistens Thema, was wir sehen, natürlich, wenn wir diese Engpass-Thematik haben, die Preisanstiege und weitere Probleme, mit denen wir so im Einkauf konfrontiert werden, haben wir eine tägliche Flut von konfrontativen Gesprächen. Und deswegen ist es natürlich nur logisch, dass wir versuchen, dass wir denken, der Weg, um eine Einigung zu finden, ist die Konfrontation zu umgehen oder einfach zu ignorieren. Ja, das ist leider nicht der Fall. Wir müssen hier schauen, dass wir ganz klar 2 verschiedene Positionen haben. Wir müssen die andere Seite von unserer Position zu überzeugen. Und hier geht nur, ist eine kontrollierte Konfrontation relevant. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie schaffen wir diesen Mindset und die Verbindlichkeit umzusetzen. Und das ist so ein bisschen wie so ein Storytelling-Ansatz, ja? Wir müssen es ein paar Mal wiederholen, wir müssen die Vision, die Konsequenzen mit auf den Tisch legen und dann Optionen schaffen. Und nur über diesen Konfrontationsansatz und das Trauen, das Verständnis, dass wir auch in so eine Konfrontation und Diskussion gehen können, geht es in der Zukunft weiter. Das sind bei uns die 3 Themen, die wir identifiziert haben mit den Interviewpartnern zusammen, wo es in der Zukunft darum geht, um wirklich erfolgreich diese Transformation über Einkauf und Sales hinweg umzusetzen. Kannst du zum Thema Verbindlichkeit noch was sagen? Also wie das konkret aussieht dann hinterher in
ich sag mal, in der internen Diskussion, aber dann halt auch im Schaueffekt zum Lieferanten? Ja, also Verbindlichkeit ist bei uns, wenn ich das Wort Verbindlichkeit höre, ich frage immer am Anfang, wie weit sind wir bereit, wie klar sehen Sie die Vision? Und dann bekommen wir immer sehr viele Ideen. Ja, ich könnte mir vorstellen, XYZ. Und was wir sagen, wenn wir Verbindlichkeit meinen, ist, diese Vision wirklich zu konkretisieren, zu quantifizieren, wirklich sich Gedanken zu machen, was sind die nächsten 5 Schritte und das in Worte zu fassen und zu visualisieren. Und das bedeutet, das brauche ich intern, um meine Runden zu drehen, um die IT abzuholen, wenn ich mit Microsoft verhandle, um weiteren Fachabteilungen abzuholen, aber ich brauche das halt auch extern. Und ich gehe auch in jegliche Diskussion für die Zukunft, gehe ich nur mit klaren, quantifizierbaren Visionen, die ich mitnehmen kann. Weil sonst ist es die Wahrscheinlichkeit, dass wir es umsetzen, ist gering. Ja, das heißt, das ist für uns eine Verbindlichkeit. Intern sowie externes quantifizieren und visualisieren. Was wir damit sagen wollen, ja, so ein bisschen hier dieses Schaka-Schaka kommt am Ende. Es wird in den CPO-Panels, auch jetzt CP Insight läuft, viel darüber geredet und ich glaube, wir haben die Transformation gesehen die letzten 2 Jahre. Vor 2 Jahren wurde gesagt, so langsam, der Einkauf ist gerade an allem schuld, wir kriegen es von allen Seiten so in der Sandwich-Position rüber. Letztes Jahr ging es so in die Richtung, wir haben Potenziale identifiziert, wir sehen auch Chancen und wir hoffen, dass es dieses Jahr wirklich in die Richtung geht und wie gehen wir jetzt die Chancen an? Was sind die konkreten Maßnahmen, uns wirklich zukunftsorientiert aufzustellen? Aus dem Einkauf wachsend der Wertetreiber werden und quasi über Einkauf und Sales hinweg sicherzustellen, dass wir end-to-end uns aufstellen. Und da hoffe ich, dass dieses Jahr die Diskussion allgemein in diese Richtung ein bisschen mehr gehen und wir dazu beitragen konnten. Das war's. Herzlichen Dank. Danke. Komm mal hier rüber. Also, kurzer Blick in die Runde. Stelle mich mal zwischen euch. Gibt es Fragen an die beiden? Weil sonst muss ich in meiner Rolle, eine Frage habe ich ja schon angekündigt, aber die andere, die mich viel mehr brennend interessiert, weil ich ja nun mal eher mich um die Menschen im Einkauf kümmere. Wie geht ihr rein? Also, ihr habt gesagt, ihr macht Ressource, ihr macht Methodik und ihr geht wirklich in die Verhandlungen im Zweifel auch selber mit rein. Ja. Aber wie stelle ich sicher, dass mein Team mit euch lernt? Also, ihr spracht irgendwie von Akademie und von dem Ansatz, ja, wie nehme ich meine Mannschaft mit, dass ihr nicht einmal durchgerauscht seid, habt die Verhandlung, aber ihr nehmt das Know-how auch wieder mit, sondern dass meine Mannschaft wirklich mitlernt. Die würde ich gerne beantworten, dann darfst du die tolle kann er noch ein bisschen nachdenken. Data-Fragen beantworten, das Steckenpferd. Genau, also People Management und das Mitnehmen ist natürlich heutzutage wichtig, gerade weil wir diesen Kapazitätsengpass haben. Wie wir uns aufstellen oder wie wir gerne zusammenarbeiten, ist wirklich in starten mit einem Projekt, wo wir sagen, wir sind 100% mit dabei, sowieso, aber es ist der Prozess und wir lernen das gesamte Team an. Ja? Okay. Und das nächste Mal, weil unsere Projekte sind ja meistens nicht so, dass es einzelne Problemlösungsfälle sind, sondern größer aufgestellt, ja, oder auch ein komplett Optimierungsprojekte. Mhm. Und da ist es dann immer so, dass man natürlich dann im nächsten Fall einen Tandem-Approach wählt, ja, und sicherstellt, dass das Wissen auch weitergegeben ist. Und da stehen wir auch. Wir denken, dass heutzutage das der Weg ist, um wirklich in der Zukunft Optimierung zu schaffen, Wissen weiterzugeben. Denn auch wenn wir im Unternehmen sind, bekommen wir ganz viel neues Wissen, neueste Ideen aus den diversesten Fachbereichen und Einkaufsspezialabteilungen. Ja? Kann ich bei euch auch zum Training kommen? Ja, kannst du auch. Ja, wir werden uns freuen. Komm ich mal vorbei. Wunderbar. Die Frage, KI, jetzt haben wir ganz viel gehört, es hat doch was mit Menschen zu tun und mit Beziehungen und Engpassmanagement und irgendwie müssen wir sicherstellen, dass die Produktion läuft. Was davon gibst du in 5 Jahren dem Computer? Was kann KI, falls die Kollegen, die vorhin gesprochen haben, die Technik bis dahin exzellent auf der Straße, vor allen Dingen aber im Unternehmen installiert haben? Also die Frage so ein Stück weit erweiternd, was kann KI heute auch schon? Ja. Oder so. Und der Punkt ist, dass wir, wenn wir uns die reine Technik anschauen, extrem spannende, praktisch anwendbare Use Cases heute schon gibt. Ja. Ob das jetzt eine Allokation ist zwischen verschiedenen Lieferanten, ja, um gewisse Optimalpunkte zu ermitteln, was Einkaufssysteme, sorry to say, nicht können. Ja, was Excel sowieso nicht kann, weil das ist immer eine, ich sag mal, eine 1D- oder eine 2D-Optimierung. Ja? Wir bewegen uns aber mit KI, oder nennen wir es mal Machine Learning, halt vorsichtiger formuliert, in einer 3D-Optimierung. Ja? Und genau so einen Smart Allocation-Ansatz zu fahren. Und das ist heute schon möglich, das ist auch wirklich absolut wertschöpfend. Und ich bin kein Techniker. Und ich sage aber trotzdem, aus dem Einkauf kommt, das sind gute Tools, gute Methoden, die dort angewendet werden. Aber was da drüber steht, ist das Thema Vertrauen. Vertraue ich den Methoden der Technologie, dass
sie zu besseren Ergebnissen kommen, als ich als Mensch, ja, als ausgebildete Einkäuferin und Einkäufer komme. Punkt eins. Punkt zwei, steckt auch eine gewisse Sorge dahinter. Ja, die kann man klein diskutieren und sagen, die ist nicht existent. Der Einkäufer der Zukunft muss sich als Allrounder aufstellen. Das ist alles fein. Aber trotzdem schwingt eine gewisse Angst mit, wenn die KI oder das Machine Learning es besser kann als ich als Person, klar, was bin ich denn dann eigentlich noch wert? Und da gibt es so viel auf der emotionalen Ebene noch viel wegzubaggern, dass man nicht unbedingt immer die Technologie nach vorne stellen sollte, sondern eher, wie sieht die Problemlösung für meine Probleme aus? Und das kann halt mit ML, KI oder was auch immer sein. Ja. Und ich meine, das machen wir auf unserem Projekt genauso, ja? Aber wir stellen nicht die Technologie nach vorne, weil jeder sagt, sorry, bei uns funktioniert das eh nicht, etc., etc. Ja. Und ob da eine Angst hinter ist oder echt das Problem, dass es nicht geht, wissen wir oft nicht, aber ich glaube, diese Reise gemeinsam zu machen zwischen den Menschen und der immer besser werdenden Technik, das wird wahrscheinlich die Lösung sein. Ich wünsche dir eine ganz schöne Hochzeit. Dankeschön. Und euch beiden vielen Dank für diesen Vortrag.